Hallo, willkommen bei mir im Kanal Schimmi zockt Last Day on Earth Episode 30. Heute wollte ich mal ein kleines Tipps und Tricks Guide Video machen, wie man am besten jetzt diese Hundewelpen bei den Abwurfstellen abfarmen kann. Ich habe ja mal erzählt, dass immer wenn man unter 70 Energie ist, ein Abwurfstellen-Event bzw. der Händler kommt. Ist soweit auch immer noch richtig, allerdings habe ich mittlerweile auch in Erfahrung gebracht, dass das Ganze auch nochmal bei unter 50 Energie und zwischen 25 und 30 Energie stattfindet. Insofern kann man das ja provozieren, dass man genau immer so hin und her fährt, dass man zu gewissen Zeitpunkten unter bestimmten Energien ist. Will ich jetzt direkt mal ausprobieren mit dem unter 70. Zwar fahre ich dafür jetzt einfach mal dumm hier in den grünen Wald, und bevor ich da reingehe, direkt nochmal in den grünen Steinbruch und dann wieder zurück. So, direkt wieder in den Wald zurück. Sind wir unter 70. Wenn wir jetzt den Wald betreten und ihn wieder verlassen, sollte dann entweder der Händler oder sofort das Abwurfstellen-Event kommen. Wenn es der Händler ist, einfach nochmal rein und rausgehen, bis dann die Abwurfstelle kommt. Dann bleibt halt nur zu hoffen, dass das nicht zu ellenweit weg ist. Aber ich denke mal, mit 59 verbleibender Energie sollte das dann, egal wo es auf der Karte ist, immer noch erreichbar sein. Jawohl, das ist aber, und direkt wieder abhauen. Muss man auch wieder die Ladezeiten abwarten. Bip, Event, ja, eine Hilfslieferung. Zeigen. Ist auch gar nicht so weit von uns entfernt. Ist noch, nur noch für 20 Minuten da. Egal, hin da. Laufen. So, mit viel Glück haben wir denn da jetzt einen Welpen rumlaufen. Schauen wir mal, gucken wir mal. Schlagen wir uns mal bis zur Kiste durch. Jawohl. So, mal langsam hier zur Mitte vorarbeiten. Meistens liegt die Kiste ja direkt in der Mitte. Jetzt haben wir gerade das Glück gehabt, wir sind an der Ecke rausgekommen, müssen also wirklich nur da links laufen. Da liegt der Fallschirm. So, da steht noch was Dickes daneben. Das müssen wir erstmal beseitigen. Da kommt ein Giftspucker gelaufen. So, wie wir sehen, kommt leider kein Papi angerannt. So, gucken wir erstmal, was hier drin ist. Wieso schon keine Hose an sich? Jetzt erst, okay. Ja, leider kein Welpe. So, jetzt habe ich aber eben vorbereitet. Und zwar habe ich, bevor ich das Spiel gestartet habe, das Spiel schon auf dem Handy gestartet. Was mir jetzt natürlich sagt, meine Verbindung sei unterbrochen. Wer nicht weiß, wovon ich rede, schauen wir mal Episode 16, die ich gemacht habe. Immer wissen, was der Händler haben will. Ich laufe jetzt nämlich einfach raus. Beende das Spiel. Tippe auf dem Handy auf Neu starten und mache die ganze Prozedur nochmal von vorne. Ah, jetzt hier beenden. Pausiere jetzt an der Stelle mal die Aufnahme und zeige euch dann gleich, wie es weitergeht. Da bin ich wieder. Und ihr seht, ich habe wieder 100 Energie. Bin wieder zu Hause. Habe auch gerade am Handy kurz mir schnell eine frische Hose angezogen. Und kann jetzt das Ganze von vorne machen. Einfach irgendwo dumm hinlaufen. Dann wieder zurücklaufen, dass ich unter 70 Energie bin. Und dann sollten wir ein neues Abwurfstellen-Event bekommen. Wichtig dabei ist halt, ihr müsst das so timen. Diese Abwurfstelle hat wohl intern eine Abklingzeit von 24 Stunden. Das heißt, wenn ihr das am Abend gemacht habt, könnt ihr das natürlich nicht am nächsten Morgen machen, sondern erst quasi 24 Stunden, nachdem das Abwurfstellen-Event war. Ich habe also extra mal fast über 30 Stunden gewartet,
also gestern den ganzen Tag keine Abwurfstelle gemacht, um das heute zeigen zu können. Bin noch immer was früher dran, die Aufnahme hier. Ich habe jetzt gerade kurz vor 11, weil das eine Weile dauern wird. Und wenn wir jetzt wieder auf die Weltkarte gehen. Bip. Ah ja, jetzt kommt erst der Händler, den wollen wir gerade erstmal nicht haben. Das heißt, wir gehen wieder in die Basis, laufen wieder raus und dann sollte auch wieder das Abwurfstellen-Event kommen. Weil erste Abwurfstelle und der Händler kommen immer bei unter 70. Ich kann noch raus. Ich bin noch gerade rausgelaufen, ich wollte mal im Shopper fahren. Shopper fahren. Jetzt, wo ich das Ding endlich habe. Jawohl, Event zeigen. Diesmal ist es ein bisschen weiter weg, ist aber auch dafür länger da. Das heißt, wir könnten jetzt sogar hingehen, aber ich laufe doch. Weil danach müssen wir ja warten, bis diese Abbruchstelle weg ist. Das heißt, 55 Minuten sind 11 Energie. Ja, bis wir dann können wir gleich in Ruhe nach Hause gehen. Und wenn wir dann uns wieder neu einloggen, sollten wir sogar unter 50 sein. Dann soll ich das zweite Event zu zeigen sein. So, jetzt können wir das Ganze wieder von vorne machen. Und zur Kiste vorschleichen. Gucken, ob ein Welpe kommt. Wenn kein Welpe kommt, Spiel beenden. Am Handy auf neu starten drücken. Und so weiter und so weiter, wie ich euch das schon mal gezeigt habe. Mit dem Händler, beziehungsweise die gleiche Technik verwende ich ja auch für den Bunker-Glitch, um die Kisten zu resetten. Es ist gerade ein bisschen nervig, dass die Spucker hier alle an mir rankommen. So. Da ist die Kiste, müssen wir noch mehr umhauen. Wandernde Zombies, habe ich das Problem. Aber auch hier kommt wieder kein Welpe gerannt. Ich weiß gar nicht, kommt der gerannt, wenn man die Kiste aufgemacht hat. So, jetzt wäre jetzt ein Schädelspalter drin. Aber ich bin ja primär hauptsächlich wegen der Hündchen hier. Kommt leider keins gerannt. Nein, leider nein. Also brauchen wir ein bisschen Geduld für. Heißt für mich jetzt, Spiel beenden. Auf dem Handy neu starten. Und das so lange, bis ich ein Hündchen kriege. Ich melde mich, sobald ich ein Hündchen habe. Und endlich ist es soweit. Nachdem ich die ganze Prozedur jetzt geschlagene 18 Mal wiederholt habe, seht ihr jetzt hier oben auf der Minikarte schon den grünen Punkt rumrennen. Da ist das kleine Hündchen. Endlich eins gefunden. So, wobei ich da jetzt noch den nächsten Trick, Bug, Glitch, Fehler im Spiel zeigen wollte. Erstmal die Pflanzenfaser da weg. Und zwar, wenn ihr den jetzt im Ziel habt und aufheben wollt, einfach paar Mal ganz schnell unten auf die Hand klicken. Und ihr seht, bang, zwei Welpen bekommen. Das ist jetzt super gelaufen. Wobei ich jetzt auch dafür jetzt geschlagene knapp 2 Stunden gebraucht habe, bis endlich mal so ein Welpe da war. Ich habe also verschiedene Sachen ausprobiert. Habe neben der Kiste gewartet, bis zu 10 Minuten lang. Habe alle Zombies getötet, habe alle Bäume gehackt, alle Pflanzenfasern aufgehauen und so weiter und so weiter. Und jetzt gerade, das war eine Aufnahme, da bin ich einfach gerade nur ins Gebiet reingekommen und habe direkt den grünen Punkt oben auf der Karte rumlaufen sehen. Also werde ich das in den nächsten Wiederholungen dann eventuell auch schneller hinkriegen. Oh, sogar noch eine Pistole drin. Aber zwei Puppies, das freut mich. Heißt jetzt, oh, da kommt ein Sword mit Schild. Ja, geh mal weg hier. Ich kann demnächst hoffentlich auch anfangen, Hunde zu züchten. Mal zeigen, wie das funktioniert. Erstmal müssen wir die zwei hier jetzt natürlich für 24 Stunden bei uns in den Zwinger stecken, damit die erst einmal wachsen. So, dann würde ich sagen, ich gehe mal nach Hause. Also gehen, nicht fahren oder laufen, sondern gehen. Dauert lediglich 10 Minuten, weil ich muss jetzt mindestens 20 Minuten warten, bis dieses Event hier wieder von der Karte verschwunden ist.
In 20 Minuten habe ich dann 4 bis 5 Energie mehr. Okay, tick gerade so. 5 Energie mehr sind 58. Wäre nicht unter 50. Das heißt, ich ja, versuche dann mal gleich an der Stelle direkt weiter die zweite Abwurfstelle zu zeigen. Ich bin jetzt erstmal happy, dass ich die Welpen endlich gefunden habe. Ich meine, für euch sind in der Aufnahme ein paar Sekunden vergangen. Für mich sind es über 2 Stunden gewesen. Von daher melde ich mich dann gleich wieder, wenn ich zu Hause bin und das Event auf der Karte verschwunden ist. So, nachdem es heute Mittag leider nicht geklappt hat, dass ich die Aufnahme zu diesem Video weitergemacht habe, mache ich die jetzt weiter. Es ist also kurz nach Mitternacht. Habe gerade auch schon ein paar Mal versucht, das zweite Event herbeizuführen, an dem ich unter 50 Energie gekommen bin. Das hat immer nicht funktioniert. Habe daraufhin noch ein bisschen recherchiert. Und muss mich korrigieren, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, von wegen 70, 50 und 30, sondern es ist wohl 70, 30 und 20. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, was jetzt genau passt, weil ich 100 Energie habe, Bunker Bravo und zurück, kostet uns 70 Energie, das heißt, wir haben nur noch 30 Energie übrig. Wenn ich das jetzt mache, kommt in der Tat ein neues Abrufstellen-Event, wo ich jetzt die ganze Prozedur vom ersten Mal wiederholen kann. Sprich, ich habe das Spiel gerade schon am Handy gestartet, ich laufe jetzt hier hin, ich laufe zurück, betrete meine Basis, gehe aus meiner Basis raus, werde dann das Event haben. Wenn es nicht so weit weg ist, komme ich natürlich auch so hin, ansonsten entweder über Werbung schauen und sich neue Energie holen oder gegen Coins kaufen, wobei ich davon abrate, weil wenn da ja kein Papier drin ist, setzen wir das Ganze hier wieder zurück. Wenn es also außerhalb unserer Reisereichweite ist, sage ich mal, werde ich das Ganze sofort zurücksetzen, wenn es mehr als 30 Energie kostet. Ansonsten einmal hinlaufen, reinschauen, wenn kein Hündchen da ist, dann resetten und den ganzen Rödel von vorne machen. Ich zeige das gerade nur. Knifflig wird es dann halt nachher beim dritten Abwurfstellen-Event, dass dann in der Tat auch erst unter 20 Energie kommt, weil da müssen wir das so timen, dass wir auch noch eventuell Werbung gucken können, um da hinzukommen. Ne? Bip, da ist es. Da ganz am Popo von die Welt. Wir bräuchten 40 Energie bis dahin. Also, ich könnte jetzt noch den Sprit verfahren. Komm, tun wir das mal. Nur um es zu zeigen. Weil ihr seht, das ist schon kniffelig, wenn man bloß 6 Minuten Zeit hat, kann man nicht hingehen. Oh, der Sprit reicht auch gerade so. Wunderbar. Schauen wir mal, ob ein Papi da ist. Weil danach wird es dann eh die dritte Stelle. Ob ich die dann morgen aufnehme, schaue ich mal. Weil von da aus dann gleich nach Hause gehen, das dauert ja über eine halbe Stunde. Dann haben wir ja schon wieder mitten in der Nacht. Schauen wir erstmal hier. Da kommt direkt was gelaufen, natürlich ein Durchzug, natürlich zwei davon, kommt her, spuckt euch gegenseitig an. Dann kommt noch mehr. Da kommt es mir gar nicht, ich stinke, ich will nicht, das will ich haben. Schauen wir mal hier, kein Hündchen da. Warten wir mal kurz, wenn kein Hündchen kommt, hat sich das Ganze eh erledigt. Kein Hündchen da. Kein Hündchen da, was wäre an Loot drin gewesen. Ist natürlich auch mal eine Möglichkeit für alle, die noch Waffen sammeln wollen. Schusswaffen, gut, die in den Abwurfstellen, die sind ja immer nur noch so ungefähr 60% haltbar. Hier wäre jetzt eine Knarre drin und ein roter Coupon, interessiert mich aber nicht. Ich beende das Spiel und melde mich, wenn ich ein Hündchen gefunden habe. So, und auch das hat funktioniert. Allerdings musste ich diesmal nicht 18 Mal die ganze Prozedur wiederholen, sondern geschlagene 21 Mal. Also ihr seht, die Chance, einen Welpen zu finden bei einer Abwurfstelle, liegt irgendwo so um die 5%. Und das finde ich persönlich sehr, sehr mager. Jetzt erstmal wieder hier einen kleinen Trick wieder ausnutzen, schnell auf die Hand drücken und wir haben wieder zwei Welpen in der Kiste. Wunderschön, wunderbar. Wenn K4 meint, uns verarschen zu können, mit einer so beschissenen Droprate. Ihr wisst nicht, wie angefressen ich gerade bin. Ne? Ich habe kurz nach 12 mit der Aufnahme angefangen. Ist jetzt 1:15. 21 Abwurfkisten im Prinzip besucht. Da habe ich jetzt auch keine Skrupel zu sagen, dass ich diesen Bug hier, solange er noch auszunutzen geht, auch ausnutzen werde.
Weil, wie gesagt, 5% Drop-Chance, wenn man eh auf legalem Weg nur auf 3 Kisten am Tag eine Chance hat, halte ich für eine schon fast eine Frechheit. So, jetzt müssen wir noch gerade mal schauen. Der Event da ist nicht mehr lange da. Dann gehe ich schon mal in diese Richtung. Weil wir wollen den dritten Event ja gleich dann auch nochmal machen. Wobei ich sagen muss, da wo jetzt die Kiste ist, ist die bei mir immer jetzt aufgetaucht. Ich bin also immer von zu Hause zum Bunker Bravo wieder nach Hause gelaufen. War zu Hause, hatte 30 Energie und brauchte immer 40 Energie für diese Kiste zu erreichen. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich verhält, wenn man diese Zusatzenergie dazu bekommt über Werbung schauen. Man kann ja zumindest bei Android maximal 6-mal am Tag Werbung schauen, ob der Zähler trotzdem runterzählt. Und das heißt, nach dem 6. Versuch kann man keine Werbung mehr schauen. Dazu kann ich leider nichts sagen. Ich bin die ganze Zeit mit dem Shopper hingefahren, habe also gesagt, komm, scheiß auf den Sprit, bin einfach rübergedüst. Ja, das bleibt auch noch auszutesten, wenn das von euch jemand vielleicht austestet und weiß, nach 6 Versuchen, 6-mal Werbung gucken, ist der Counter irgendwie runter und man kann keine Werbung mehr schauen. Schreibt mir doch da auch was bitte in die Kommentare. Auch was ihr über die Drop-Chance und die Erfolgschance haltet, 5%, also jetzt, ne, das eine waren 18 Versuche, das waren jetzt 21, jetzt das eine ist 5,5 irgendwas und das ist jetzt 4, sonst irgendwas, halte ich persönlich für eine viel zu geringe Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt einen Wald mit so einer Abwurfkiste findet. Wie es sich mit den roten Gebieten verhält, muss ich noch rauskriegen, da werde ich auch kleine Experimente zu machen. Ich warte jetzt erstmal, bis die 3 Minuten hier abgelaufen sind, um dann noch das dritte Event bei unter 20 Energie zu kriegen. Also bis gleich. Und auch das Event ist verschwunden. Wenn wir jetzt laufen, 17, dann sind wir bei 15, das ist unter 20. Von daher laufen wir mal. Ich habe jetzt langsam keine Lust mehr, es ist relativ spät. Auch wenn ich Urlaub habe, muss ich ins Bett. Ich zeige euch jetzt gerade nur, dass es noch einen dritten Abwurf gibt. Werde den allerdings dann nicht mehr besuchen. Wie gesagt, ich will das Video fertig kriegen und dann für euch endlich mal einen kleinen, ja, Cheat, Trick, Bug, Exploit, nennt es wie ihr wollt. Ich nenne es geschicktes Ausnutzen fehlerhafter Programmierung. Und gebang, da ist dann das nächste Abwurf-Event. Gerade auf Zeigen gehen. Ihr seht schon, wir haben 6 Minuten Zeit, darüber zu kommen. Ich habe nicht genug Treibstoff im Tank. Gut, das könnte ich noch machen. Werde jetzt die Energie noch über Laufen holen. Beziehungsweise über Werbung schauen. Und dann ins Bett gehen. Für euch ist die Aufnahme an der Stelle hier vorbei. Na, ansonsten hätte ich jetzt noch das irgendwie anders timen müssen, dass ich wirklich Luchtlos ein paar Mal machen könnte. Von daher, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr sagt, Jo Shimmy, zeig uns bitte mehr von solchen Tricks, nenne ich. Also ich nenne es wirklich einen Trick, ich nenne es kein Hack. Es ist kein Hack. Ich greife nicht in die Spieldaten ein. Ich manipuliere keine Spieldaten oder sonst irgendwas. Ich nutze geschickt aus, dass Google Play den Spielstand halt so aktualisiert, dass man das ausnutzen kann mit 2 Geräten. Ich sehe nicht ein, G4 für dieses super angepriesene Feature so viel Geld in den Hals zu schmeißen für die Hühnchen. Und solange man das so ausnutzen kann, werde ich das so auch noch tun. Wenn das nicht mehr geht, gut, dann muss ich auf mein Glück hoffen. Ich habe auch oft sehr viel Glück. Ich sag nur Shoppertank im ersten Versuch. Ja, ansonsten, wenn es nicht gefallen hat, schreibt mir bitte auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, dass ich überhaupt solche Videos mache, dass ich sie anwende. Ja, lasst einfach mal eure Meinung da. Ansonsten Daumen hoch, Daumen runter auch gerne. Dann weiß ich Bescheid, wenn da viele Dislikes drauf kommen, dann mache ich solche Videos in Zukunft nicht mehr. Behalte ich alles für mich. Ansonsten, wie gesagt, einen schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, Mahlzeit, schönen guten Tag, wann immer ihr das Video schaut. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich sag bye bye, auf Wiedersehen, Shimmy zockt.